Vor knapp 2,5 Jahren überlebte der Sportjournalist Rafael Henzel als einer von nur 6 Passagieren den Todesflug des brasilianischen Fußball-Erstligisten Chapecoense nach Kolumbien. Am Dienstag riss ein Herzanfall den 45-Jährigen aus dem Leben. Der Radioreporter erlitt den Infarkt beim wöchentlichen Kick mit Freunden. Henzel weilte vor wenigen Tagen noch als Ehrengast des internationalen Fußballfilmfestivals 11mm in Berlin, wo der Dokumentarstreifen Unser Team, Nossa Chapa, den Jurypreis gewann. Am Mittwoch hätte er für seinen Lokalsender Radio Östercapital FM von der Pokalparty zwischen Chapa und Criciúma die Live-Berichterstattung machen sollen. Er ist zu einer Symbolfigur für den Neuaufbau des Clubs geworden, schrieben die Grünen in einer Beileidsnote auf ihrer Homepage. Neben Henzel hatten auch die Spieler Alan Ruschel, Jackson Vollmann und Helio Neto sowie 2 Mitglieder der bolivianischen Besatzung den Absturz der Lamia-Maschine in der Nacht zum 29. November 2016 überlebt. Insgesamt kamen bei der Tragödie, als die Maschine wegen Treibstoffmangels kurz vor dem Zielflughafen Medellin an einem Berghang zerschellte, 71 der 77 Insassen ums Leben, darunter 19 Chapa-Spieler, 14 Mitglieder des Trainerstabes, 9 aus der Clubführung sowie 20 brasilianische Journalisten.